Das war klassisch ausgespielt von... Denn sicherlich im Damenzirkus auch mit Ausnahmestellung. Hier ist noch drin, oder? Hinge spielt ihn nicht, weil Hinge ist auch davor stand. Und hat sie sich ein bisschen verschätzt, glaube ich, die Schweizerin. Ich denke, der war auf der Linie, ja. Zu kurz werden, wie Loïc Couteau hier vorgegeben hat. Auf der Linie. Bereits 17 Minuten gespielt. Und dann ist es passiert. Also, kein Fall. Wunderschön ausplatziert, gezeigt, Ball im Aus. Taktischer erster Aufschlag der Französin. Richtig gemacht. Ach, wieder. Wieder setzt sie das athletische Spiel. Ihre gesamte körperliche Verfassung anbelangt. Und der ist im Aus. Den verzieht.
Und was für ein Aufschlag zum Abschluss. Also da hat sie wirklich mit ihrer Körpersprache, mit dem Ganzen, was sie so drauf hat, hier gezeigt, dass sie ein echter Champion ist. Ein toller erster Satz aus der Sicht von Amelie Morismo. Jetzt immer mehr von Martina Hingis. Ist natürlich eine riesen körperliche Präsenz auch auf der anderen Seite. Das merkte man schon letzte Woche bei Sharapova. Das war am Ende sicherlich auch nicht ganz unausschlaggebend. Aber dann mal ab. Hingis hat, was die Receiving Points anbelangt, also Returns nur 4 von 20 Punkten gemacht. Jetzt aber immerhin. Das war wieder bärenstark gemacht von sind tatsächlich die Möglichkeiten zum und dann ist es passiert. Hingis in der Position 50 steht, die ist natürlich weit nach vorne schon gekämpft, geboxt in diesem Jahr. Und die weiß es auch anzugreifen. Die versteht es auch gut, einen Angriffsball hinterher zu spielen für ihr Spiel, dass sie das entsprechend auch variiert. Beim Umgreifen ist es passiert. Alles klar, Morris Moore versucht einfach mehr Druck zu machen. Und er ist im Aus, das dritte Break in Folge, da Hingis den Aufschlag abnehmen konnte. Wir warten auf den ersten Aufschlag gewinnen in Durchgang Nummer 2. Hat sie sich die Gegnerin schön gestellt.
ein Wahnsinnsballwechsel. Die Kurzbahn hat Martina Hingis Samu, um das Ding dann auch nach Hause zu bringen hier. Klasse gemacht, aus der Rotation heraus, und dann versucht Moritz Müller die Ecke. Hingis zupft den Ball an die... Ohne Frage auch ein Geduldsspiel, und dann Offensivgeist wird belohnt. Hat Moritz Mo zu Buche stehen. Zwar alles offen, aber auf der Linie. Dann wird es Moritz Mo. Hat sich Moritz Mo nicht getraut, dem einen Ball hinterher zu gehen. Wahnsinn. Spielball Moritz Mo im zweiten Satz. Und tatsächlich, sie holt sich das 4:2. Toller Kampf von Moritz Mo.
so fast wie Sharapova mit links mal zwischendurch. Und er kommt. Sie versucht es nochmal. Sie versucht den Vorwärtsgang. Jetzt marschiert sie. Amelie Mosmo. Das war's. Zum vierten Mal in diesem Jahr steht Amelie Mauresmo in einem Endspiel auf der WTA-Tour. Sie ist die Spielerin hier und sie wird die Nummer 1 sein. Dann, sie wird Kleisters ablösen. 6-2, 6-2, Amelie Mauresmo, Champ zurzeit auf der WTA-Tour.